Meine Frage hat eher was mit der Formulierung der Kommunikation des Inhalts zu tun. Ich finde nämlich, wenn wir über Queer Theory reden, das ist ja ein sehr inklusiver Begriff, ne? Also da haben ganz viele Menschen, die aber, so wie Sie gesagt haben, ne, ganz unterschiedliche Auffassungen von Sachen haben, nehmen alle an irgendwas teil. Und was mir aufgefallen ist, dass der große Nutzen, der übermäßige Nutzen an Fachsprache eigentlich ja genau das Gegenteil erzeugt, ne? Das erzeugt Exklusion. Das erzeugt, dass viele Menschen, die eben nicht so eine privilegierte Bildung haben konnten oder auch gar nicht wollten, dass die eigentlich gar nicht mehr folgen können. Ich musste heute mindestens zwei Fachbegriffe googeln und hatte eigentlich noch mehr Fragen. Und da frage ich mich, wieso kann man das nicht in einfacherer Sprache, zumindest wenn man im Dialog ist, vermitteln? Ich verstehe, dass es ein Buch ist und ein Buch darf auch auf jeden Fall Fachsprache haben. Aber wenn wir im Dialog sind, wieso nicht einfach angehen? Und zu deiner Frage würde ich sagen, ja, es ist nämlich total die wichtige Intervention, sagen wir es jetzt mal. Und ich habe sozusagen zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass ich musste an ein Buch denken, das noch nicht vor so langer Zeit, vor ein paar Jahren ist es erschienen, das heißt Poor Queer Studies, auch wieder aus den USA leider. Von Ned Brims, einem Prof, der aber am College arbeitet. Und er hat dieses Buch geschrieben, um auch nochmal zu gucken, wie eigentlich Queer Theory kommuniziert, so haben sie es genannt, oder du, in welche Sprache wird es gepackt, aber auch im Grunde, auf welche Welten, Lebenswelten und so wird da eigentlich eingegangen. Und ein Kritikpunkt, den er eben hatte, war zu sagen, dass halt in den USA die Queer Studies wirklich vor allem an den Elite-Unis halt stattfinden. Und dass an den Colleges, wo ja sehr viel mehr Ärmere, auch viel sozusagen viel mehr Schwarze und andere rassifizierte Gruppen studieren, dass es dort viel weniger sozusagen Aufmerksamkeit dafür gibt. Die müsste eigentlich Queer Studies, wie müsste Queer Theory im Grunde dort auch nochmal anders, eigentlich anders funktionieren. Ja. Und ich habe jetzt trotzdem gedacht, auch wenn ich diesen Kritikpunkt auf jeden Fall, also das nehme ich auf jeden Fall mit und so, weil ich das berechtigt finde zu sagen, dass ich vielleicht auch hier und da unnötig heute verkompliziert habe durch die Sprache. Idealerweise, aber ich kann auch sehen, dass das hier vielleicht nicht der Raum ist. Idealerweise wäre natürlich ein Raum, in dem wir uns so begegnen mit unterschiedlichem Vokabular und so, wäre ein Raum, in dem wir trotzdem dann sagen können, kannst du das nochmal irgendwie anders, habe ich irgendwie nicht verstanden oder so, ne? Weil du hast ja auch gesagt, also musstest dann googeln und so. Und eine andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, hier, was hast du damit eigentlich gemeint? Irgendwie habe ich diesen Begriff noch nie gehört. Aber ich verstehe total, deswegen spiele ich den Ball nicht zurück an dich, weil ich verstehe total, dass dafür die Hemmschwellen ja auch total groß sind. Aber idealerweise wäre natürlich das so ein Raum, wo wir gegenseitig eben auch voneinander lernen können. Ne? Weil es ist auch was Cooles, finde ich, teilweise neue vielleicht Wörter irgendwie dazu zu gewinnen, mit denen was Bestimmtes so auf den Punkt gebracht wird. Was vielleicht durch ansonsten nur so durch ganz lange Beschreibungen irgendwie geleistet werden könnte. Genau, das ist so ein Gedanke auch dazu. Und eine kurze Rechtfertigung, warum Queer Studies Fachwörter benutzen. Ich glaube, das ist von den Wissenschaften insgesamt ein Problem, dass sie es machen müssen, um als Wissenschaft anerkannt zu sein.